Dann schauen wir mal, was da drinnen ist. Wir haben mit dem Wassergefäß durch Trapo, der hat uns das Wassergefäß des Wasserdrachen hierher gebracht, natürlich voll gefüllt. Und jetzt haben wir die Flammen erlöschen lassen. Es ist sehr schön. Jetzt können wir da reingehen. Herzlich willkommen zurück zu Skyward Sword HD. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Nun gehen wir da rein. Schauen wir, was los ist. Altes Großheiligtum. Interessant. Kann ich mich an das noch erinnern? Ich bin mir nicht sicher. Was ist denn das? Was ist das? Wasser? Oh! Oh, das heißt, das könnten wir auch wahrscheinlich. Und noch besser. Noch besser. Moment. Damit. Oder auch nicht. Moment. Dann wohl damit, was schon. Ha. Ja, schau. Okay, Mechanismus verstanden. Ah, die machen Brücken für uns. Die machen Brücken für uns. Jetzt verstehe ich das auch. Okay. Yes. Ist die Frage, wie lange das Zeug hält. Wohl nicht allzu lange. Oi, oi, oi. Moment, da haben wir noch Platz. Sehr gut. Da bin ich ganz glücklich drüber. Oh, Pfeile. Ach, ist es schön. Aktuell läuft's, aktuell läuft's. Es fühlt sich so an, als würde es laufen. Zumindest. Sehr gut. Fast ist es gelaufen, fast. Au! Oh, so hätte es laufen müssen. Okay, jetzt verstehe ich. Das wird also rübergespült. I do understand. So. Du kommst hoch. Alles klar. Nächstes Mal einfach ein bisschen geduldiger agieren. Apropos geduldiger agieren. Ich hätte noch draufbleiben sollen. Warum habe ich das getan? Ich hätte noch so viel Zeit gehabt. Mein Leben ist gerade an mir vorbeigezogen. Boom, Motherfucker. Oh oh. So. Ab. Wo ist unser. Ach, drauf geschissen. Komm, gib uns Pfeile. Gib uns Pfeile! Schade. Egal. Ich bin schon mal froh, dass wir überhaupt 30 Pfeile mit uns führen können. An sich. So, jetzt sind natürlich alle Rubine weg, die wir uns erspielt haben. Mein, das hochheilige Schild sieht so geil aus. Es ist unglaublich. Sehr zufrieden damit. So. Wird doch. Drüben die Kiste für einen kleinen Schlüssel und dann durch. Relativ straightforward. War zu erwarten. Das passt. Damit hätte wohl jetzt niemand gerechnet. Apropos, niemand gerechnet. Ich hätte nicht damit gerechnet. Was fällt dir ein, mich derart zu erschrecken? Ich habe dich gerade für ein Monster gehalten. Das sind ja Grabklauen, die du da trägst. Wer bist du? Was treibst du hier? Ich suche etwas. Ich natürlich. Was ich? Ich bin Goldo vom Stamm der Mogma. Die Mogma-Klauen, die du da mit dir herumträgst, sind meine Erfindung.
aber du siehst mir ein bisschen ahnungslos aus. Nichts für ungut. Weißt du, was es mit diesem Ort hier auf sich hat? In dieser Ruine schlummert ein sagenhafter Schatz, aber kein einziger, der ihn suchte, hat diesen Ort lebend verlassen. Unzählige Schatzsucher haben für diesen Traum ihr Leben geopfert und ich sage das nur so zur Info. Ah, willst du noch immer gehen? Klar. Nun denn, lass mich dir von... Warte mal kurz. Lass mich dir von der Legende des Schatzes erzählen, die jeder Mogma kennt. Es gibt einen Schatz in ihr, den jeder Mogma zitieren kann. Einen Satz. Okay, bist du bereit? Am Eingang zum Schatz des Königs betrachten sich zwei Statuen. Spring in den Mund der schlafenden Statue, beweise deinen Mut und der Weg wird sich öffnen. Diese Weisheit solltest du dir merken. Danke. Wenn du einem von ihnen begegnest, kannst du ihn ruhig fragen. Okay, einfach in den Schlund einer... Okay, bitte, was ist denn jetzt? Ach du, die Sauerei mit diesem Itemwechsel, echt. So, runter. Immerhin. Ja, Mund der schlafenden Statue, habe ich verstanden. Boom und rein. Hauptkammer oder sowas. Ha. Ist ja witzig. Okay. Das ist keine Hauptkammer, das ist so ein Hauptareal. Mir gefällt das, wenn Tempel auch mal offener gestaltet sind. Das ist ganz nett. Hey, hier. Oh, oh. Das sind die Fluchdinger, wo man keine Waffen mehr einsetzen kann. Oder zumindest kein Schwert. Schnibbler Nummer 1. Hey, eine kleine Kiste. Mit einem roten Rubin. Aber wisst ihr, was mir vorkommt? Dieses Vorgeplänkel bis zum Dungeon, das war viel kürzer als in der Ranellwüste. Viel kürzer. Und auch als beim Wasserdrachen. Also gefühlt alles länger. Prinzipiell. Hey, was ist man da? Interessant. Sollen wir da alle drei zugleich? Alle drei zusammen? So, Moment. Werden wir sehen. Wenn es alle drei sein sollen, dann wird es wahrscheinlich so sein müssen. Oder auch nicht. Egal. Das schaut so aus, als wie wenn das gleich... Uh-oh. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ja, dachte ich mir schon. Oh. Dappa, 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 du. Ja, spinnst du oder was? Hm. Ich verstehe das nicht ganz, ehrlich gesagt, was ich hier zu tun habe. Ja. Okay. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe es absolut nicht. Das mal nicht. Und hier komme ich auch nicht weiter. Und hier komme ich auch nicht weiter. Das ist ja ärgerlich. Was ist, wenn wir eine Bombe nehmen würden? Das hat gar nichts gebracht. Scheiße. Ja, keine Ahnung, hey. Das Ding schaut mir halt ein bisschen auffällig aus. Aber ich kann nicht sagen, was es tut. Ah.
Wie ist denn das jetzt gegangen, bitte? Wie hat er das gemacht? Okay, genau das wollte ich ursprünglich erreichen. Perfekt. Dreckige Dreckshand. Jawohl. So ist schön. So ist lässig. Also grüne Bockblind sind wohl echt das Schwächste, was es gibt. Das schwächste Glied der Nahrungskette. Vielleicht gibt es mir bald eine Karte, dann ist es ein bisschen leichter zu mit der Orientierung hier. Scheiße, nicht richtig erwischt. Der Bra. Ha, Exalfos. Was war das? Achso, das Schild. Der Schild, das Schild. Alles das gleiche. Hey, da geht's weiter. Oh, was ist denn das? Eine Abkürzung für später. Mag das denn sein? Okay. Ah, du auch noch? Okay. No problemo. Das sind nur 5er Rubine da, gell? Für die bemühe ich meinen Käfer jetzt mal momentan nicht. Ha, da bräuchte man eine Bombe. Wir müssen den Käfer wohl doch bemühen, wie es ausschaut. Wir werden den Käfer jetzt doch bemühen. Käfer, 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 da. Schauen wir mal. Er schaut silbern aus, aber er wird dann blau, oder? Ja, sicher. Ja, freilich. So. Ja. Bombi? Oder keine Bombi? Wohl eher keine Bombi. Ah, hier sind die Bombis. Die Bombis Bombastus. Sind's. So, geht sie das aus? Könnte gehen! Gerade so nicht. Toll, oder? Aber gleich. So, hoppa! Den nehmen wir noch mit. Schade! Das war die Gier. Die Gier nach Rubinen in mir. Jetzt machen wir. Play it safe. Machen wir jetzt. Play it safe. Jetzt, das müsste einen Strom erzeugen, oder? Geht mal davon aus. Yep, as expected, erzeugt einen Strom.
Wunderbar. Jetzt holen wir uns einen Schlüssel für das Tor. Uiuiuiui. Ah, der will uns nicht hier haben, aber ich will ihn auch nicht unbedingt in die Lava lassen. Ganz ehrlich. Das schaut mir sehr nach heißem Boden aus hier. Auch das sieht nicht gerade perfekt aus. So. So, da ist sicher jetzt ein Schlüssel drin. Yep. Wie ich es mir dachte. Jetzt komme ich da nur nicht mehr zurück, oder doch? Moment. Blasehase. Blasedingse. Ah, das geht also. Nice. Hätte ich jetzt... Ah, das ist nett gemacht, dass du eine Verbindung schaffst zwischen Sandhäufen und den Häufen hier. So, schau mal, was macht man mit dir? Gar nichts, wie es ausschaut. Ja, ich lasse dich halt in Ruhe, wie du willst. Er wollte es so, wir machen es so. Easy peasy, lemon squeezy. So, dann mal hier rein. Was gibt's denn da? Huh. Wässerchen. Komplette Idee habe ich noch nicht, für was immer so Dreier-Dinger da sind. Keine Ahnung. Das Schöne ist einfach, ein paar Rubine sich hier zu krallen. Oh. Kann man die einfach... überleg gerade. Mann! Kann man von den, von dem Zeug, was die da haben... Ah, schau, ich drücke es. Ich versuche das schwer zu ziehen. Du kannst dir sicher sein, dass beim ersten Mal nicht geht. Hundertprozentig nicht funktioniert. Ah. Karte. Oh, okay, Schattenkristall ist cool. Ich frage mich, ob wir eine Flasche füllen können mit den Stauden da. Ich habe keine Ahnung. Aber es wäre halt nicht verkehrt, würde ich mal sagen. Wir haben schon 3 Feen, also... Das ist sowieso doof, dass wir jetzt 3 Feen irgendwie haben. Merke ich gerade. Hm, vielleicht können wir doch irgendwie eine Flasche füllen. Schauen wir mal. Da bin ich zu langsam dafür. Oder können wir mit einem Pfeilschuss das machen? Höre ich die ganze Zeit einen Gegner. Achso, da unten ist er. Ich sehe ihn schon. Da ist er. Stechen von Anfang an, wie es ausschaut. So. Also die Erstecherei funktioniert soweit. Ich denke, wenn wir jetzt Folgendes machen, können wir das losblasen hier? Nein. War es auch nicht. Ha. Wie kommt das Zeug zu Wasser hier? Das ist jetzt die Sache. Wie kommen wir hier zu Wasser? So nicht. So definitiv
nicht. Mit Absicht hier. Okay, pass auf. Hopp. Nochmal. Hopp. Nein. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Das sind Wasserpflanzen und irgendwie müssen wir das hier auf irgendeine komische Art bewässern. Nehmen können wir sie uns nicht, oder? Doch, mit der Peitsche eventuell. Warte mal. Okay, vergiss die Peitsche. Auch nicht das. Verdammt. Warte mal. Ich verstehe es nicht. Die Peitsche ist es nicht, okay. Der Wind war es ja vorher auch schon nicht, oder? Einfangen! Auch nicht. Sprengen? Oder mit dem Käfer! Der Käfer! Dammit, das muss der Käfer sein. Der transportiert das einfach rüber gemütlich. Mach nochmal. Der Käfer ist es doch auch nicht. Verdammt! Was ist es dann? Der Käfer. Der wäre die logischste Erklärung gewesen, der Käfer. Pfeil und Bogen geht natürlich auch nicht. Naja. Mit der Flasche komme ich nicht hin. Jetzt wird's echt schwierig dann langsam. Ich sag's, wie es ist. Es wird schwierig langsam. Ha, damn it. Ich versteh's nicht. Aufspießen! Nein, das glaubt ja keiner, oder? Okay, ich verstehe es. Aufspießen. Nein, ist das nice. Okay, alles ergibt Sinn. Papa, hopp. Hopp. Na, wie mache ich das dann? So, komm. Irgendwie muss das jetzt funktionieren, komm. Hopp. Ist ja geil. Okay, ich verstehe alles. Das ist der Moment für den Cut.